Wann sollte man in der Pflege einen Lebenslauf anfordern? Ja, also von der Pflegefachkraft zum Beispiel oder wenn Sie auf der Suche nach einjährig examinierten Pflegekräften sind, wie auch immer. Irgendwann im Bewerbungsprozess wollen Sie auch einen Lebenslauf sehen als Pflegedienstleistung, Geschäftsführung etc. Und hier muss man sich natürlich die Frage stellen, wann sollten Sie diesen Lebenslauf anfordern? Ja, weil wir befinden uns im Jahr 2024 zum Zeitpunkt, wo ich dieses Video drehe und heutzutage ist es gar nicht mehr üblich, dass man einfach auf einen Lebenslauf wartet als Arbeitgeber, weil die Pflegefachkraft sich natürlich mehr oder weniger den Job aussuchen kann oder den Arbeitgeber aussuchen kann, wo sie eben arbeiten möchte, weil jeder sie nehmen würde. Und das bedeutet, jeglicher Schritt vorne im Bewerbungsprozess, wo das Vertrauen noch nicht so hoch ist zu Ihnen als Arbeitgeber, ist ein Schritt, der potenziell die Gefahr mit sich bringt, dass diese Bewerberin oder dieser Bewerber dann letzten Endes abspringt. Und genau das Gleiche ist es bei diesem Thema Lebenslauf. Ja, wenn Sie erwarten, dass die Pflegefachkraft Ihnen vorher, bevor Sie überhaupt irgendwie ins Gespräch gegangen sind mit ihr, einen Lebenslauf zuschicken soll, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass diese Person sich einfach nicht meldet. Vielleicht kennen Sie das auch, dass Sie einen Lebenslauf anfordern und nur ein gewisser prozentualer Anteil der Leute schicken Ihnen diesen auch zu. Und wenn jetzt zum Beispiel Ihre Pflegedienstleitung, Einrichtungsleitung oder Sie als Geschäftsführung sagen, hey, ich spreche hier mit keinem, bevor ich hier auch keinen Lebenslauf gesehen habe, dann ist das natürlich eine Hürde oder eine große Schwierigkeit, ja, weil wenn immer weniger Leute bereit dazu sind, irgendwas zu schicken oder einen Aufwand zu betreiben, dass sie sich bei Ihnen melden, dann haben Sie natürlich letzten Endes weniger Leute im Bewerbungsprozess oder vielleicht sogar gar keine. Und deshalb ist es extrem wichtig, dass Sie natürlich nicht auf einen Lebenslauf verzichten, aber sich Gedanken darüber machen sollten, wann wollen Sie den Lebenslauf von der Pflegefachkraft sehen. Ja, das heißt, Sie sollten gerade am Anfang von einem Bewerbungsprozess, wo die Fachkraft einfach, ja, gerade vielleicht mit diesem Wechselgedanken spielt, gerade Sie kennenlernt als Arbeitgeber, da sollten Sie jetzt nicht nach einem Lebenslauf direkt fragen. Ja? Gehen Sie erstmal anderweitig in Kontakt mit der Fachkraft, gehen Sie ins Gespräch, bauen Sie Vertrauen auf, schauen Sie, ja, warum Sie denn gerade wechseln möchte, was Ihre Ziele sind, was erwartet Sie etc. Anstatt zu sagen, hey, schick doch erstmal deine Unterlagen und dann schauen wir uns das Ganze an. Beobachten Sie selbst Ihre Quoten. Schauen Sie sich an, wenn Sie das machen, wie viele schicken denn wirklich diese Unterlagen? Weil die meisten haben das auch gar nicht auf dem Schirm, dass sie dann auch viele Bewerber oder Bewerberinnen eben verlieren. Und wenn Sie das einmal machen, dann haben Sie zumindest konkrete Zahlen darüber, wie erfolgreich ist das Ganze, wie Sie das machen, wie es zum aktuellen Status halt ist. Und da werden Sie schnell entdecken, dass irgendwie nur wenig Leute im Bewerbungsprozess diesen Lebenslauf vorab schicken, wenn jetzt kein Kontaktpunkt entstanden ist vorher oder wenn Sie nicht anderweitig ins Gespräch gegangen sind etc. Ich empfehle Ihnen da ganz klar nach der Zusammenarbeit mit über 200 Unternehmen aus der Pflege, also egal ob es Pflegeheime, Pflegedienste oder Krankenhäuser gewesen sind, gehen Sie erstmal in ein intensives Telefongespräch mit der Bewerberin, ohne irgendwelche Unterlagen anzuschauen. Und schauen Sie da erstmal, okay, stimmen ungefähr die Daten, validieren Sie auch alles, schauen Sie sich an, warum die Person wechseln will etc. Und dann fordern Sie auch gar nicht einen Lebenslauf oder sonstiges im ersten Schritt, sondern wenn Sie einen gewissen Leitfaden haben, nachdem Sie vorgehen bei diesem ersten Telefongespräch und Sie wissen, okay, wenn ich diese Punkte alle abgehakt habe, dann ist das eine geeignete Person, unabhängig erstmal von den Unterlagen, dann laden Sie diese Person zum Vorstellungsgespräch ein und sagen Sie ihr, dass Sie den Lebenslauf oder andere Unterlagen eben mit zum Gespräch mitnehmen soll. Stellen Sie also erstmal einfach sicher telefonisch, passt alles? Wenn ja, soll die erstmal zum Vorstellungsgespräch kommen, aber halten Sie die Hürden gering. Sie soll nichts vorher schicken oder sonstiges, sondern sie bringt es einfach mit. Erst wenn Ihre Personalabteilung oder Ihre Einrichtungsleitung überfordert sein sollte mit zu vielen Gesprächen, mit zu vielen Leuten, die unpassend sein sollten, weil die dann am Ende doch nicht die Qualifikation haben oder sonstiges. Erst dann sollten Sie schauen, okay, welche Hürde sollten wir dazwischen einbauen, dass das eben nicht nochmal vorkommt. Aber wenn Sie zu wenig Fachkräfte eingestellt haben, wenn Sie zu wenig Bewerbungen haben, die sich irgendwie eignen etc. oder wenn Sie eben generell zu wenig Bewerbungen haben, halten Sie die Hürden gering und schauen Sie erstmal, was dann passiert. Und erst wenn da Probleme oder Schwierigkeiten auftauchen, dann können Sie immer noch Hürden dazu addieren und schauen, okay, wie können wir da eine bessere Filterung einbauen. Aber warten Sie nicht einfach auf Lebensläufe, sondern handeln Sie und schauen Sie, dass die Pflegefachkräfte vor Ort kommen,
überzeugen sie sie dann dementsprechend und damit haben sie dann auch natürlich bessere Karten, um halt mehr Fachkräfte letzten Endes einzustellen.